Dienstag, der 4.5. Wir sind mittendrin im Project Mai. Im Project Mai kümmern wir uns um Ring-Hold-Kraft und Ring-Kraft grundsätzlich und Squats. Sehr, sehr schön, dass wir das zusätzlich machen können. Und haben heute ein wunderbares Workout. 400 Meter Run, wenn ihr das zu Hause machen könnt. Oder 40 Mountain Climber Double Rap. Also links, rechts eins, links, rechts zwei. Damit wir hier schön unter Kontrolle eine ganze Menge arbeiten werden. 20 Single Arm Farmers Carry Step Ups. 10 Box Dips und 20 Renegade Rows. Für 5 Runden wird einfach aufgrund der vielen Übungen und der Zeitkomponente ein bisschen dauern. Sehr, sehr schönes Workout hier. Schöne Vorbereitung im Project heute. Wir sehen uns gleich im Warm-up. Workout Nummer 4 im Mai und wir legen recht direkt los mit einem 3-Runden-Warm-up. Immer 8 Wiederholungen. Übungen zeige ich euch einmal vor. Wir beginnen mit Kettlebell oder Dumbbell in einem Chainsaw. Das heißt, die stellt Kettlebell oder Dumbbell vor den großen Zeh einmal ab, dann in einen Ausfallschritt gehen, vordere Hand auf dem Oberschenkel richtig greifen und dann versuchen, so explosiv wie möglich den Oberkörper einzudrehen und das Gewicht nach oben zu ziehen. 8 rechts und 8 links dabei. Danach 8 Push-Ups. Habt ihr eine Couchbox, irgendwas, wo ihr das dann machen könnt? Und erhöht ist wunderbar. Ellbogen eng am Körper lassen, in Plank Position bleiben und die Full Range of Motion rausgreifen. Oder wenn ihr sagt, habe ich nicht, habe aber einen wunderschönen Boden, dann in einen Kneeling Push-Up oder versuchen, in einen Full Push-Up zu kommen. Auch hier Full Range of Motion für 8 Wiederholungen dabei. Nächste Übung, Chainsaw ist die dynamische Variante. Der Renegade Row, die statischere. In einer Plank Position bleiben und dann von der Halteposition hier vorne an den Rippenbogen nach oben ziehen. Ebenfalls 8 pro Arm. Wenn wir das haben, braucht ihr wieder eure Couch oder euren Stuhl oder was auch immer ihr genutzt habt oder irgendwie insgesamt rumstehen habt. Und dann dürfen wir in Box-Dips übergehen. Neben der Hüfte einfach auf den Tisch, Stuhl oder sonst was greifen. Butterfly-Sitz, das heißt die Füße zusammen auf die Fußsohlen drücken, dann helft ihr euch weniger. Füße aufstellen, könnt ihr euch etwas mehr helfen. Versuchen so nah wie möglich am Objekt entlang zu gleiten, die Ellbogen enger zusammenbringen, so tief eure Mobilität es zulässt und kontrolliert die Arme oben ganz rausdrücken. 8 Stück davon machen, damit wir hier auch ein bisschen aufwärmen im Trizeps-Schulterbereich. Und zum Abschluss eine Candlestick-Roll. Ich zeige euch mal, wie die ungefähr aussehen sollte. Die Hände nutzt ihr zum Abstützen, dann einmal abrollen nach hinten und zu oben zur Decke einmal nach oben kommen. Wichtig dabei ist, versucht ein bisschen Körpergefühl zu entwickeln. Meistens sieht es am Anfang so aus, dass man das hier macht. Ihr wollt nicht einfach eine Rückwärtsrolle machen, ihr wollt versuchen, den Körper zur Decke zu strecken. Das heißt, hier oben, genau über euch, ist irgendetwas, was ihr erreichen wollt, mit euren Zehenspitzen. Und dann könnt ihr versuchen, auf dem Weg nach vorne mit oder ohne Händen aufzustehen. 3 Runden davon, 8 Chainsaws, 8 Push-Ups, 8 Renegade Rows, 8 Box-Dips und 8 Candlestick Rolls. Viel Spaß damit. Teil 2 gehört zu unserem Project Squat dazu. Yami Squat Drills, die kennt ihr, die machen wir meistens, wenn wir irgendwie eine schwerere Squat Session machen. Trotzdem immer wieder gut, das auch mal wieder selbstständig zu tun. Yami Squat Drills, es geht um verschiedene Squat Positionen, in denen ich versuche, mobiler zu werden. Wichtig, egal was ihr macht, der Fuß versucht immer kompletten Kontakt auf dem Boden zu haben. Ihr startet mit einem kleinen Hinge und lasst euch dann in die Bewegung eingleiten. Das erste, Füße ganz zusammen und versuchen, 6 Wiederholungen mit den Füßen ganz zusammen zu machen. Das zweite, was ihr macht, ist, ihr geht in eine normale Squatbreite, aber die Zehenspitzen zeigen gerade nach vorne, als würdet ihr auf 2 Schienen stehen, nicht nach außen, wie wir es normalerweise machen, und blockieren dadurch auch ein bisschen Hüfte. Trotzdem die Knie nach außen lassen. Dann in eine überbreite Position stellen, Zehenspitzen immer noch kerzengerade, und das sind die 3 Stück, die ich damit mache. 6 Wiederholungen pro Stand. Wenn ich das hinter mir habe, dann starte ich mit den Füßen wieder zusammen und jetzt den Charlie Chaplin Stand. Auch hier versuchen, kontrolliert in die Tiefe zu kommen für 6 Mal. Charlie Chaplin Stand mit einer normalen Squatbreite und Charlie Chaplin Stand mit einer überbreiten Standbreite. Und wenn wir das haben, was fehlt noch? Die Zehenspitzen zusammen und hier in die Tiefe, so weit wie wir runterkommen. Normale Squatbreite, so weit wie wir runterkommen und überbreit, so weit wie wir eben runterkommen. 6 Mal pro Variante auch da und wir sind im Yummy Squat Drill
durch, okay? 6 Wiederholungen davon, das sind immer 3 in den 3 Standbreiten. Einmal gerade, einmal die Füße so und einmal die Füße so. Nächstes, was wir machen, ist die Warrior Pose. Wir stellen uns wieder in den überbreiten Stand rein, Füße kerzen gerade und ein Bein, ein Fuß drehen wir 90 Grad nach außen. Und dann schieben wir 6-mal hier nach vorne drüber und halten für einen Moment genau diese Spannung. Die Leistengegend wird aufgedehnt hier, der Oberschenkel wird warm gemacht hier und wieder zurückkommen und das Ganze für 6-mal und hier vorne halten. Haben wir das gemacht? Fuß eindrehen, Fuß in der anderen Richtung rausdrehen und das Gleiche auch hier auf der zweiten Seite. Und wenn wir das haben, good morning to squat. Eine normale Squat-Breite einnehmen. Good morning Position, Hip Hinge, soweit es geht nach hinten eure eigenen Fußzehen anschauen. Dann den Blick aufrichten, Knie auch nach vorne außen schieben und wieder aufstehen. 6 Stück auch davon machen und zum Abschluss Tall Duck Room, Duck Walk through your room. Also einmal durch die Wohnung laufen im Tall Duck Walk. Das heißt, aus dieser tiefen Position immer wieder aufstehen und kleine Schrittchen machen, wie eine Ente, die versucht voranzukommen. Oberkörper aufrecht lassen, das macht die Gelenke schön warm, dehnt auch Sprunggelenke, Knie, alles mit auf und wärmt die ganze Muskulatur mit an, vor allem auch die Waden und die vordere Oberschenkelseite. Wenn wir das haben, macht ihr das Ganze nochmal für 2 Runden und dann gibt es den ersten Test. Stellt euch mal maximal einen 2-Minuten-Timer ein und ein Active Bottom of the Squat Hold. Eure Squatbreite, maximale Tiefe gehen unter Spannung. Nicht hier drin sitzen, nicht abstützen in irgendeiner Form. Active Hold, Knie raus, unter Spannung bleiben. Das geht 20, 30 Sekunden ganz gut. Bei dem einen oder anderen geht es vielleicht eine Minute ganz gut, aber ihr werdet merken, ab dann wird es eine richtig feierliche Nummer. Knie raus, Oberkörper aufrecht, fest auf dem Boden sitzen, unter Spannung bleiben, Arme berühren, den Rest vom Körper nicht und ihr versucht hier maximal 2 Minuten zu stehen oder so lange wie es geht, schreibt euch die Zahl auf, die brauchen wir wieder, dazu wird es einen Retest geben. Und wenn wir das haben, geht's ab in die Vorbereitung für das Workout. 20 Mountain Climber, 10 Step-Ups im Farmer's Carry Stil, 10 Renegade Rows und nochmal 20 Mountain Climber. Ich zeige euch, was ihr braucht. Die Mountain Climber sollen heute wie folgt aussehen. In die Plank Position einmal eintauchen und dann versuchen wir heute die Variante zu machen, wo wir den Fuß in Richtung der vorderen Hand bringen wollen. Also einen Sprung hierhin, zweiten Sprung dahin. Immer wieder zurück, nicht ins Knie zum Ellbogen, sondern diesen Mountain Climber Jump. Links, rechts ist 1, 20 Stück davon machen. Wenn wir das haben, Kettlebell oder Dumbbell im Farmer's Carry Stil neben euch und Step-Ups. 1, alternating, 2, Handwechsel könnt ihr machen. Mein Tipp bei 20 Step-Ups, nach 10 den Handwechsel machen. Und dann 10 Renegade Rows, die haben wir im Warm-Up schon gemacht. Egal ob mit Kettlebell oder Dumbbell, sind das hier 10 pro Arm. Erst 10 auf der einen Seite, 10 auf der anderen Seite. Den Box-Tipp haben wir auch schon gemacht, den kennt ihr auch. Das macht ihr einmal als Warm-Up durch und dann in eure 5 Runden dieses Workouts gehen. Das ist ein bisschen for quality, wird ein bisschen dauern durch die Mountain Climber oder den Run auch. Aber ihr holt sehr, sehr viel raus aus diesem schönen Dienstags-Workout. Viel Spaß dabei oder wir sehen uns in der Zoom-Class.